hoffen, es geht euch allen soweit ganz gut und ihr genießt das Wetter. Oder ja, wenn ihr schönes Wetter habt, morgen soll es bei uns ja schon wieder nicht mehr so gut Ah, werden. echt? Ja. Ja, dann müssen wir aber jetzt raus und die Sonne genießen. Wir gehen nämlich jetzt dann gleich auch zu einer Freundin, die hat heute Geburtstag und feiern ihren Geburtstag. Ich freue mich sehr. Es gibt Ja. auch veganen Kuchen, habe ich gehört. Und Radler. Und Radler. Ja, und genießen das Wetter. Und später müssen wir nochmal an unserem Projekt weitermachen, was jetzt fast fertig ist. Und wir werden es euch am Sonntag übrigens, Sonntag ist es wir werden es soweit. euch erzählen. Sonntag kommt der große Knall. Zurück zu Hause. Und wir haben uns jetzt entschieden, wir werden noch ganz kurz mit den Inlinern fahren. Ich möchte kurz was anmerken. Und zwar habe ich gerade ein Hemd gefunden, das habe ich ja schon ewig nicht mehr angehabt. Wo lag denn das und wo kommt das her? Frage ich mich gerade. Habe ich so am Kleiderständer gefunden. Irgendwie, wieso hattest du das jetzt die ganze Zeit im Schrank? Oder ist Nee, das deins? Nee, das gehört schon mir, das oder? ist schon deins auf jeden Ah, das Fall. habe ich aus Bali. Stimmt. Aber das ist von letzten Hanakaoko. Jahr, oder? Kann das sein? Made in Indonesia. Das ist aus Bali. Aber nicht von dieser Nee, Saison, oder? letztes Jahr. Ach, das ist ja nice. Das ist so kort, gell? Also Mhm, super. geil. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall, haben wir uns kurz dazu entschieden, Gott, meine Haare, kurz dazu entschieden, noch kurz Inliner Inlineskaten fahren zu und dann gehen. live. Bewegung, genau, dann gehst du ja live und ich muss noch ein bisschen was machen, unbedingt, unbedingt. Und dann ist irgendwann heute wahrscheinlich Late Night. Feierabend, so wie es aussieht. Mal, die Mama hat gerade Wiesenblumen mitgebracht und mir geschenkt, uns geschenkt. Richtig schön. Und ich frage mich, was das für Blumen sind. Also, wenn es jemand weiß, schreibt sie gerne mal, die auch so noch nie gesehen. Aber ein richtig schöner Wiesenblumenstrauß. Oh, love it.